Und außerdem bin ich eine Frau. Auch wenn du Frauenbeine. Auch wenn du Frauenbeine hast. Ich meine, hübsche Beine hat sie ja, ne? Haha. Na, du schickes Luder. Wie sie läuft, ne? Ich muss irgendwie das Terminal aktivieren. Komm, mach fertig. Mit dieser Musik möchten wir Ihre Wartezeit verkürzen. Nein, 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 nein. Inge, du geiles Stück! Inge, du machst mich verrückt! Das glaube ich ja jetzt nicht, ey! Das ist ja unfassbar! Das ist unfassbar! Lauf doch! Unfucking fassbar! Lauf! Nein! 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 Das glaube ich jetzt nicht! Mann, Menstruationsflüssigkeit. Ja, ich glaube auch. Boah, diese Musik. Mann. Wir haben es fast geschafft. Ah, egal. Wir spielen es nochmal. Ist ja nicht so schlimm. Ciao, Inge. Oh, scheiße. Da ist es wieder. Ja, 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 ja. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh. Okay, das müssen wir ein bisschen anders angehen. Weil sonst gehen wir jetzt permanent nur noch drauf. Und das wäre ja nicht so toll. Okay. Ja, da müssen wir mal schauen. Inge, du geiles Stück. Inge, du machst mich verrückt. So, erstmal gucken, wo sie hingeht. Die geht da lang. Okay, nackt natürlich. Natürlich geht sie da lang. Natürlich. Wo soll so anders hingehen? Mach fertig. Mit dieser Musik möchten wir Ihre Wartezeit. Soll das ein Witz sein? Inge? Bleib da hinten, Inge. Ja, natürlich, jetzt kommt eine Musik auch noch. Dim, 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 dim. Komm schon. Ich sehe Inge nicht. Hey, ist eine tolle Kameraführung. Boah, wie die läuft. Vielen Dank für Ihre Geduld. Ich wünsche einen produktiven Arbeitstag. Boah, dieser Fahrstuhl, ne? Boah, wie schnell die mit den Hochhackigen auch laufen kann, das ist unfassbar. Die ist schneller wie wir. Lauf, schön laufen. Boah, Gott sei Dank. Roman, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Hallo, Roman. Was zum... Was? Inge mit dem Fuß. Inge war da mit... Inge... Ist das weg? Inge hat da mit dem Fuß reingetreten gerade. Hallo Terminator, willkommen zur Let's Play Live Show. Schön, dass du eingeschaltet hast. Und willkommen zu Konsequenz, den zweiten DLC von The Evil Within. Bitte was? Eine Blutdusche. Kommt mir gerade vor wie bei Blade. Yeah, de. Boah, geh mal. Ich sehe überhaupt nichts. Oh nein, die Gabba-Kläuse schon wieder. Das gibt's doch nicht. Okay, wir wissen ja, die sind taub, ne? Die hören uns ja nicht, ne?
Los, 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 lauf, lauf doch, lauf doch. Wo muss ich denn hin? Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich laufe einfach hier. Oh, oh, boah, das war knapp. Oh nein, wow. Boah, das war knapp. Alter Schwede. Hallo? Alter Schwede, war das knapp. Huh. Wer baut denn solche Türen, bitte? Ah, jetzt sind wir hier. Guck an. Aha. Es regnet Wein. Ja. Yeah. Prost als Hoffen, ein altes Haus. Andersrum. Sie hören dich, sich, aber sehen dich nicht. Okay, habe ich es andersrum gesagt? Habe ich gesagt, die sehen uns, aber hören nicht? Okay. Okay. Natürlich andersrum. Sie sehen nichts, aber hören uns. Ich komme mir gerade ein bisschen vor wie ein Optiker. Brille Vielmann. Was haben Sie mit Ruben gemacht? Zeigen Sie es mir! Nicht emotional werden, Jimenez. Er hat sich das selbst zuzuschreiben. Er hatte seine Chance. Wo ist er? Wenn Sie es unbedingt wissen müssen, er ist nebenan. Kommen Sie. Sehen Sie selbst. Und hier liegt eine Taschenlampe. Und wir können sie aufnehmen. Ja! Wir haben wieder eine Taschenlampe. Ey! Jawohl, endlich. So, und ein bisschen viel zu tun. Nur bei dir? Flexi, du wirst beobachtet. Ja, ich sag ja, wie beim Optiker komme ich mir gerade so ein bisschen vor. Er hat dich im Auge. Description, okay. Schauen wir mal, wo wir jetzt hinkommen. Wo sind wir denn jetzt, bitte? Dafür, dass sie nur unten zu dem Generator wollte, ist es schon verdammt. Und warum leuchten denn die Monitore so komisch? Aha, okay. So, hier haben wir ein neues Rätsel. Yeah! Die Frage ist nur... Die Frage ist nur wie? Ah, Moment, okay, alles klar. Ich glaube, das Rätsel der Lösung ist eigentlich relativ simpel. Wir müssen nämlich das Blut wieder da einsetzen, wo es war. Jawohl, genau so. Sehr schön. So. Brieffragment 2 haben wir. Sehr geil. Ich frage mich, warum die so komisch leuchten. Müssen wir hier noch was machen später? Wahrscheinlich, ne? Da ist was am Blinken. Ich weiß gar nicht, was das ist. Check Circuit. Okay. Zero off Circuit Checker. Das Muster vom Blut muss passen. Ja, habe ich schon hinbekommen. Aber danke schön, Franzi. Die laufen nur auf 20 Hertz. Ja, ich glaube auch. Hallo Angel Rock, willkommen zur Let's Play Live Show. Und auch an die anderen Zuschauer, willkommen zur LPLS. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. So. Ah ja. Die Musik ist so voll dramatisch, ne? Okay. Verstehe ich nicht. Wo ist das passende Stück dafür? Nee, will ich noch nicht. Ich will erstmal gucken, ob ich hier irgendwo den Dings finde. Den Kopf dazu. Diesen Kastenkopf da. Weil das muss ja irgendwo sein, ne, oder? Hier komme ich wieder rauf, hä?
Der Chat hängt ein bisschen hinterher, Flexi. Ja, es gibt ein bisschen Verzögerung, aber das ist ja eigentlich bekannt. Das sind immer so 10 bis 15 Sekunden. Flexi, sind die DLCs auch so geil wie das Hauptspiel? Die DLCs sind besser wie das Hauptspiel. Die DLCs sind 1000-mal besser, genau. Franzi sagt das auch gerade. Die sind 1000-mal besser. Viel, viel besser als das Hauptspiel. Ah, da gibt es wahrscheinlich die richtige Position dann, ne? Wahrscheinlich, oder? Ich vermute mal, so irgendwie wird das wahrscheinlich sein. Das ist abscheulich! Was ist das für ein Monstrum? Abscheulich. Und das von dem Mann, der seine Patienten für seine Forschung missbraucht hat? Die Ironie des Ganzen ist amüsant. Denn offensichtlich war ihre Forschung erfolgreich. Das heißt, STEM funktioniert. Weitere Experimente sind möglich. Und wir brauchen mehr denn je ihre Hilfe. Dieses ganze Projekt, von Anfang an war es eine einzige Täuschung. Ja. Okay, ich frage mich gerade, wie gesagt, ob es mit dem Rätsel da, wo das noch kommt. Okay. Ah, verstehe. Was haben wir denn da? Das wird wahrscheinlich so irgendwie sein, ne? Oder Moment, just a moment. So wird das sein. Warte, stehe ich an der Tür? Ja. Okay, 4. Oben, unten. Mal ausprobieren. Oben, unten. Dann die beiden, ne? Und dann den zweiten und den obersten. Also den und den. Jawohl. Danke, geil. Schlage ich dann zu. Ja, mach das. Wie gesagt, sehr, sehr geil. Ich meinte, weil ich das mit Muster geschrieben habe, als du noch versuchen warst. Versuchen warst und gekommen ist es erst, als du schon fertig warst. Ja, wie gesagt, die Verzögerung ist bekannt. Da ist halt, die ist immer so um die 10 bis 15 Sekunden, manchmal auch 20 Sekunden, je nach Stream. Aber das ist schon, wie gesagt, sehr bekannt. Also da ist immer so ein bisschen schwierig, außer man wartet halt vielleicht auf Kommentare, dann kann man das auch so regeln. So, ein neues Audio-Log, was wir uns mal eben anhören. Hallo, hallo Damon oder Demon, willkommen zur Let's Play Live Show. Vor der Woche gab's das für 10 Euro. Okay, wusste ich gar nicht. Ich weiß jetzt, was sie mit ihm gemacht haben und bin entsetzt. Der kleine Junge, den ich unterrichtet habe, ist jetzt dieser Haufen grauer Zellen im Glas. War das vielleicht von Anfang an ihr Plan? Und wo stehe ich in dieser ganzen Sache? Sie halten seinen Geist am Leben, indem sie einen Körper simulieren. Sein Bewusstsein steckt in einer geistigen Zwangsjacke, ein Rädchen in ihrer teuflischen Maschine. Sie haben sogar seinen Namen und seine Menschlichkeit ausgelöscht und nennen ihn jetzt Ruvik. Ein schlechter Schabspucken. Ich hätte am liebsten den Behälter zerschlagen und alles beendet. Aber dann wich mein Zorn der wissenschaftlichen Neugier. Rubens Vermächtnis lebt weiter. Ich werde den nächsten Schritt machen. Ich werde aus dieser Tragödie etwas Eigenes schaffen. So, und ja, jetzt habe ich gequasselt die ganze Zeit und mein Mikrofon war aus, auch schön. Nein, ich wollte damit sagen, ja, die haben Ruviks quasi Gehirn simuliert erhalten oder beziehungsweise den Körper erhalten und das Gehirn einfach angeschlossen und so ein bisschen damit rumexperimentiert. Und der Doktor, der liebe Doktor, versucht dann doch was Eigenes zu kreieren jetzt. Und da bin ich ja mal gespannt, was dabei rauskommt. Wir spielen jetzt gleich weiter. Es gibt eine klitzekleine Pause, Pipi-Pupu-Pause.
Chipshullpause, Trinkelpause, Popcornhullpause, wie auch immer ihr es nennen möchtet, Raucherpause, keine Ahnung. Und dann sehen wir uns gleich wieder bei The Evil Within The Consequence. Also, bis gleich. So, und damit willkommen zurück zur Let's Play Live Show. Bin gerade über mein Kabel gestolpert. Huch, hallo. Mein Kabel gestolpert. Prost zusammen an alle. So, es geht weiter. Hier sehen Sie einen der ersten STEM-Prototypen. Es benötigt eine physische Verbindung zwischen Nutzer und Wirt. Aber in Beacon gibt es eine neuere Version mit Funktransmitter. Der Nutzer hört nur ein helles Pfeifen, dann steht die Verbindung. Wir wissen, dass Jimenez unerlaubte Tests durchführen will. Aber die Tests sollen nach unseren Maßgaben laufen, nicht seinen. Das Geräusch im Streifenwagen, da muss Jimenez es aktiviert haben. Joseph, Sebastian, Oscar. Sie wurden mit mir reingezogen. Der Stam in Beacon. Dort hat alles angefangen. Also muss es dort auch einen Weg aus dieser Welt herausgeben. Yep. Hallo Heartbreaker. Sorry für die Verspätung. Ist noch was dazwischen gekommen? Nee, wir haben Tower of Guns gespielt und anschließend jetzt hier The Consequence. Wir sind schon ein bisschen weiter in dem Ganzen. Ach, jetzt sind wir hier. Oh Gott. Okay. Ich habe böse Erinnerungen an diesen Bereich. Ganz böse Erinnerungen. Wann hast du eigentlich das letzte Mal Outlast gezockt? Oh Gott, das ist, zwei Wochen? Zwei, drei Wochen? Glaube ich, oder? Schon ein bisschen länger jetzt her. Klick, 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 klick. Es gibt hier Dinge, die im Dunkeln bleiben sollen. Vor allem für Sie, Kid. Sie stellen zu viele Fragen, ignorieren Ihre Mission. Drücken sich vor Verantwortung. So wie Sie das immer tun. Nein, das stimmt nicht. Sie kennen mich nicht. Das ist offensichtlich. Doch wir müssen sicher gehen, dass Sie Ihre Aufgabe erfüllen. Sie lügen mich an. Verheimlichen Dinge. Ich kann Ihnen nicht trauen. Nicht so. Sie müssen uns gar nicht trauen. Nur gehorchen. Okay. Mal eine kleine Anmerkung. Er sieht echt aus wie der G-Man von Half-Life. Ohne Spaß. Vom Gesicht her ein bisschen. Hallo Danny, willkommen zur Let's Play Live Show. Schön, dass du eingeschaltet hast. Hey and welcome to my stream. Ja, Snowball. Hey. Na du? Hallo. Gehen wir mal speichern eine Runde. Huch, hallo. So, erstmal speichern. Jawohl. Miau. Miau. So, dann speichern wir mal das Spiel. Spielmodus Überleben. Ich weiß gar nicht, ob es noch einen anderen Spielmodus gibt hier. So, dann streichen wir noch mal ein bisschen die Katze. Ja, Schnur, Schnur. Ja. So speichere ich mein Real Life auch immer. So. Genau, der Nightbot hat es geschrieben. Jeden Freitag und Samstag, 20 Uhr, Let's Play Live Show. Kann das sein, dass wir jetzt zum... Nee, zu der U-Bahn wäre jetzt doof zeitlich auch vor allen Dingen gesehen. Weiß, was? Weiß, so eine Tür kann sie ohne Probleme aufschieben, aber eine Taschenlampe vom Schrank runternehmen geht natürlich nicht. Nee, das stimmt. Nee, das geht nicht. Das ist zu viel verlangt. Diese Ruhe. Das gefällt mir nicht. Was? Was ist das denn? Bitte was? Und wieso ist hier eine Lampe auf dem Boden? Hä? Zeitlupen laufen. La 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 la. Genau wie in vielen anderen Spielen, Franzi. Hä?
Da ist irgendwas falsch, ne? Kann das sein? Ich schneide das gerade irgendwie. Mach doch die Lampe an. Ach, alles auf dem Kopf. Ja, natürlich. Also ihr, liebe Zuschauer in der Let's Play Live Show. Ja, ihr solltet vielleicht jetzt anfangen, euren Bildschirm zu drehen. Ja, damit es für euch richtig rum aussieht. Ja, einfach nur euren Monitor oder Fernseher einfach mal so auf den Kopf stellen. Ja, dann passt das. Dann seht ihr das auch richtig rum. Ja, ich kann nochmal so ranzoomen. Bitte jetzt nochmal kurz umdrehen. Nein, Quatsch. Ist das krank. Oh, bitte nicht diese alte Trulla. Ich habe so eine böse Befürchtung. Ja, Taschenlampe wiegt ja auch eine Tonne. Ja, das stimmt. Das ist, ja, natürlich. Und... sah von oben gar nicht so tief aus. Sie wurden ihrem Team nicht zufällig zugeteilt. Castellanos, Oda, sie wissen nichts, aber sie suchen nach Antworten. Sie meinen, sie suchen uns? Einen von uns, aber das ist unsere Chance, sie zu beseitigen. Sie alle an einem Ort zu haben, eröffnet uns Möglichkeiten. Hä? Boah, was ein Mindfuck-Spiel. Ohne Spaß. Voll Mindfuck. Das ist unfassbar. Jetzt sind wir irgendwie wieder in der Klinik. Aber in der richtigen Klinik, so wie das aussieht. Oder zumindest sieht es danach aus. Neuer Anhang. Vielen Dank, Danny, für den Follower. Dankeschön. Oder sind... nee, wir sind jetzt im Department, ne? Vom KCPD, kann das sein? Ich glaube schon. Das ist die Polizeistation. Ja. Warum bin ich hier? Ich hab... und hier gibt's auch wieder Brain Energy für den Kopf. Und warum... Alter! Solche Strahler hätte ich auch gerne, die ohne Strom funktionieren. Weißt du, so 1000 Watt Strahler ohne Kabel. Die, ja... die gibt's jetzt überall zu kaufen. Das sind Solarleuchten mit 1000 Watt. Ja, scheint so, Trollfine. Die einfachsten Dinge sind immer zu viel verlangt. So wie Rennen in Situationen, wo es angebracht wäre. Ja, wo es angebracht wäre, da kann sie ja rennen, ne? Hat man ja im ersten DLC gesehen. Aber so in Situationen, wo man es gerade braucht, ne? Da ist sie am Schwächeln. Was haben wir denn... ich will dir nichts verpassen, ja? Deswegen gucke ich mal eben. Crimson City Police. Crimson City Police. Missing person. Wer ist denn das da? Have you seen this woman? Okay. Pedro Martin und Maria Martin ist auch missing. Das sind doch... sind das nicht... nee, das sind nicht die Eltern von Ruvik, oder? Und wer ist die Oma? Das ist bestimmt die Oma aus PT. Die wird vermisst. Hier in Crimson City. Guck mal, ein Dyson-Staubsauger, den habe ich zu Hause auch. Was war das jetzt? Hallo? Wieso macht sie... hä? Okay. Voll der Türbug gerade. Oh, ein Verhörzimmer. Ah ja. Erstmal Stühle umschmeißen, erstmal randalieren. Ganz wichtig, erstmal randalieren im Verhörzimmer. Okay. Genau, Franzi. Ich erinnere mich immer wieder gerne an Spiele, wo mächtige Waffen aufhebst und beim einem Gegner du trotzdem immer... ein, mit einem Holzbrett, genau. Am coolsten ist es... was? An einem Grashalm hängen zu bleiben. Ja, so wie jetzt gerade an der Tür. Oder gerade an dem... in dem Serverraum. Okay. Ich sage ja erstmal randalieren. Ist mal ganz wichtig. Okay, hier ist anscheinend nichts drin. Wie gesagt, im Serverraum...